Oh, hallo, der Heimwerker, wieder mal. Wie gesagt, wer mich kennt, der weiß, ich bin immer auf der Suche nach vernünftig guten Werkzeug. Und das habe ich hier mit dieser Ratsche habe ich das damit erreicht. Das ist ein sogenannter Heizkörperschlüssel, bei dem man jetzt Ventile festziehen oder entfernen kann, je nachdem, wie man jetzt das den Vierkant hier oben reinsteckt, lässt er sich links oder rechts drehen, ist dann in die Richtung ist er verriegelt, so rum drehe ich ihn andersrum, dann geht er so und ist in die andere Richtung. Das ist eben das Prinzip der Ratschen. Ja, Heizkörperventile oder Ablassventile in meinem Auto, da wo das passt, kann man am Auto auch benutzen, Kühler beispielsweise, da wo dieser Vierkant hier dann jeweils passt, kann man das verwenden. Ein Tipp von mir, wenn jetzt jemand die Ratsche hat, einfach mal gucken, ob man nicht hier einen passenden, nur einen Vierkant, der hier reinpasst, dann kann man das auch Nüsse mit drauf mit aufsetzen und dann mit einer Nuss arbeiten. Wenn man einen passenden Vierkant hierfür findet, der Vierkant ist, kriegt man leicht heraus, indem man jetzt mal einen Zollstock nimmt und misst einfach mal den Vierkant hier und dann hat man ein Maß von 12 mm und dann weiß man, was für einen Vierkant man braucht. Und wie gesagt, schade, die Ratsche ist nicht umstellbar. Sie kann nur umgestellt werden in die Richtung, indem man den so rumnimmt oder so rumnimmt. Also die ist eigentlich richtungsgebunden. Man muss sie halt bloß dann, wie gesagt, eine halbe Umdrehung drehen. Dann kann man in die andere Richtung mit der Ratsche arbeiten. Aber wie gesagt, das ist, da gewöhnt man sich dran, das geht wunderbar. Und man hört, es ist eine Ratsche und die hält auch richtig was aus. Die hat man einen vernünftigen Griff. Und dieser Stufenschlüssel, der hier dran ist, macht sich auch ganz gut. Somit kann man auch verschiedene Varianten, verschiedene Größen dann verschrauben. Also ist die doch gar nicht, überhaupt nicht schlecht. Nein, nicht damit sagen, die ist schon in Ordnung. Und der gebe ich dann. Schade, dass die jetzt nicht, wie gesagt, dass man jetzt nicht hier einen Schalter hat, wo man umstellen kann, links, rechts. Dass es halt so ist. Das ist, wäre jetzt für mich ein Minuspunkt, aber ich gebe dir trotzdem die 5 Punkte. Man kann ja die Richtung ändern. Wenn man seine Hand hat, weiß man das. Also ich gebe die 5 Sterne auf jeden Fall. Die ist schon recht robust und kräftig, die kriegt man nicht so schnell kaputt, denke ich mal. Und der Griff ist auch so, dass man die gut in der Hand halten kann. Also gebe ich dir auch die 5 Sterne und dabei bleibt es dann auch.